Also gut. Ich erkläre jetzt, wie die Situation funktioniert. Ja, erklär mal. Hör zu. Eine der wichtigsten Vorrichtungen in diesem Turm ist die Lampe. Wenn du sie nicht entzündest, siehst du im Dunkeln und außerdem funktioniert die Mechanik des Turms nicht vollständig. Versuche die Lampe anzuzünden. Falls du Feuer benötigen, bediene dich bitte am Lagerfeuer, das hier neben Bild. Okay. Ja, ich habe kleine Flamme dabei. Soll es reichen. Wenn du mal die Lampe entzündet ist, wird die ganze Ebene beleuchtet. Gleichzeitig werden auch die Blöcke funktionsfähig. Siehst du den roten Block da drüben? Ja, den roten. Welchen der beiden? Solche Blöcke sind der Schlüssel zur Lösung des Rätsels in diesem Turm. Geh hin und stell dich neben ihn. Herz versucht dich mit seinem ganzen Gewicht dagegen zu stemmen. Er lässt sich bestimmt gleich bewegen. Ich gleich. Brauche allerdings noch ein bisschen Feuer. Die nächsten Ebenen. Du bist richtig. Das ist ganz leicht, oder? Und du lernst schnell. Was ich dir jetzt sage, ist sehr wichtig. Also hör gut zu. Wenn die Lampe angezündet ist, kannst du die Blöcke bewegen. Wenn du die Lampe ausmachst, kehren alle Blöcke auf ihre Ausgangsposition zurück. So funktioniert dieser Turm. Frag mich nicht warum, denn ich weiß es auch nicht. Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Du kannst auch auf die Blöcke klettern. Mach ich, versuch hinauszuklettern. Das gilt nicht nur für Blöcke. Kannst du auch auf andere Objekte ähnlicher Höhe klettern. Wenn du etwas findest, das so aussieht, als ob man hinaufklettern könnte, probier es einfach aus. In den meisten Fällen wirst du feststellen, dass du etwas erklettern kannst, was auch immer es ist. Gut, weißt du, brennst darauf, das hier auszuprobieren. Versuch doch mal den roten Block in das leuchtende grüne Loch zu schieben. Los, mach schon. Wenn es dir nicht gelingt, weißt du ja, wie du wieder von vorne anfängst, oder? Ah ja. Zu der kleinen Erklärung hier. Das schaffen wir natürlich schon. Das war die Grundlage. Jetzt erkläre ich dir die Funktion der blauen und der gelben Blöcke. Die blauen Blöcke reagieren immer aus der Wand, rangen immer aus der Wand raus. Kannst sie nur hineindrücken. Die gelben Blöcke fahren auf und ab und dienen als Fahrstühle. Wenn eine Fackel erlischt, spring auf den gelben Block. Feuer auf dieser Ebene und entzünde deine Fackel am Lagerfeuer. Ja. Das war's mit meiner Anweisung. Falls du noch etwas wissen willst, kannst du mich jederzeit fragen. Viel Glück. Ja, okay, ich glaube, das meiste habe ich verstanden. Das heißt, die blauen kann man nur in die Wand drücken. Die roten müssen wir in die grünen Löcher schieben. Und das ist auch der gelbe Block. Ah, und ein Versteck.
Ups, was hatte ich vergessen? Schwimmnotenblöcke sind etwas anderes als die, die auf dem Boden ruhen. Du findest welche auf der nächsten Ebene. Wenn du dich dagegen stemmst, macht sie Busch. Wurms. Probier es mal aus. Dann verstehst du, was ich meine. Sicher, du begreifst es sofort. Viel Glück. Ja. Ich versuche mein Bestes. Als erstes möchte ich das hier mitnehmen. Feuerdrachenspange. Ja, Rüstungsgegenstand. Feuerdrachenspange. Nee, hier. Giftresistent. Nein, Resistenz. Ja, ist von den Werten zu. Ja, okay, hat vor allem noch 30% mehr Leben drauf. Ist ja jetzt nicht so besonders gut, aber passt schon. Kann man entzünden. Ja, berücksichtigen, dass wir die Blöcke richtig verschieben. Okay, wir brauchen jetzt sehr viele Rotblöcke. Ja, aber wir haben nur einen. Vielleicht mehr als ein. Hier hochklettern. Das wollte ich jetzt nicht. Habe ich das Rätsel jetzt schon? Ja, okay. Habe ich jetzt schon Fehler gemacht im Rätsel? Ich wollte doch nur hochklettern. Damit können wir es zurücksetzen. Okay, wer erwartet doch, dass wir direkt einen Fehler machen. Dann lass dich verschieben. Und von den Gegnern müsste ich theoretisch auch Müll machen. Ich mich gleich. Das muss ich hier mal hochklettern. Jetzt kann ich die Blöcke verschieben. Mit dem Block. Einmal dem Block und dann auch den dritten. Okay. Dann wahrscheinlich einmal den blauen reindrücken. Und dann haben wir eine Treppe nach oben. So, mal die Gegner bekämpfen. Das macht es nicht besser. Ja,
Na gut. Kann es trotzdem passen. Natürlich rechts aus. Terrenmuschel. Moment. Ach so, stimmt. Ich brauche jetzt wieder ein neues. Ja. Also ein bisschen ungünstig. Jetzt die erstmal wieder hier runter müssen, um ein neues Feuer zu holen. Ich hoffe, die Türen bleiben beleuchtet. Ich meine, es wäre dumm, wenn es nicht so wäre. Ich denke, ich gerade nicht weiß, was ich die ganzen Sachen hier noch bauen kann. Ich meine, ja okay, den Gummiwürfel kann ich mir wiederholen und das Ei kann ich mir theoretisch auch wiederholen. Ich darf die zwei Sachen mal raus. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Feuer dabei. Dann können wir zumindest drei Taschen mal durch, ohne Feuer zu holen. Jetzt habe ich auch Glück und es sind ja nur noch zwei Etagen. Na gut, das wird sich hier gleich auch ausstellen, hoffentlich. Oder nach den Rätseln rausstellen. Sagen wir es so rum. Ja, die Gegner sind neu gespawnt. Sterbe ich weniger. Die Muscheln hatten jetzt nichts, was ich wirklich haben möchte. Lass mich hoch. Wer Muschel angreift. So ist hier die Faktor. Hier ist die Lampe hier. Eigentlich muss es gleich so zuerst den blauen reindrücken. Irgendwas mache ich. Möchte hinkommen, heißt es natürlich. Ich glaube, da komme ich gerade gar nicht hin. Nicht besonders viel Schaden. Jetzt sind wir mal wieder extra nervig. Ja, jetzt müssen wir ausreichen.
leider nicht aus. Na klar, das ist nicht aus, oder? Ich sehe so auch. Sonst später. Tue ich auch ganz ehrlich zu. Doch aus. Das ist ein Goldfisch, brauche ich nicht. Die Gulbamo kann ich mitnehmen. Nee, nicht hochklettern, doch nicht. Halt die Frage, was bringt mir das, dass ich es hier hoch schaffen kann. Okay, der schwebt nicht. Der steht sogar einfach nur hier fest. Ohne jetzt. Wenn ich ins Loch direkt gefallen ist, verstehe ich zwar nicht, aber egal. Sorry, hope this doesn't hurt too much. Die hätte ich jetzt ausweichen können. Ich würde viel bei dem Öl. Ich möchte den Bass angreifen. Nicht viel bewirkt. Hat sich halt auch ein bisschen was aufgehoben. Thank you.
doch nicht ganz so, wie ich es dachte. Okay, dann drin auf mir aus. Das Feuer bringt bei denen doch gar nichts. Ich glaube, für einen Punkt bleibt über den nichts. Egal, wir können die vorlegen. Letzte Stufe 5 würde ich schon gern mitnehmen.